Und vor zwei Jahren, als wir uns in Bonn getroffen haben und gesagt haben, lasst uns ergebnisoffen darüber diskutieren, ob wir in die Große Koalition gehen oder nicht, waren viele dagegen und haben mit vielen guten Argumenten geliefert, nee, nochmal Große Koalition, macht unsere Partei klein. Die Umfragen zeigen, wir kommen nicht über 30%, wir kommen nicht über 15%, wir kommen zwischen 13% und 15%. Und wir haben damals gesagt, lasst uns drei Punkte für den Eintritt in die Große Koalition nennen, die unsere Eckpfeiler sind. Das war die Parität in der Krankenversicherung, haben wir hingekriegt. Den Familiennachzug ordentlich hinzukriegen, haben wir nur ganz schwach hingekriegt. Ich sag mal, Seehofer hat sich da durchgesetzt. Und dann die sachgrundlose Befristung. Und dann haben wir gesagt, okay, alle die, die jetzt noch zweifeln, lasst uns nach zwei Jahren hier so eine Art Bilanz machen. Und jetzt liegt dieser Leitantrag vor mit vielen wichtigen und richtigen Punkten, wo wir sicherlich noch die ein oder andere Nachschärfung hinbekämen. Aber ich sage euch, es wird uns nicht helfen. Wir müssen raus aus dieser Großen Koalition. Es wird uns nicht helfen. Wir werden als Anhängsel wahrgenommen. Wir werden nicht als die Antreiber wahrgenommen. Und wenn nicht all die Punkte, die hier heute genannt wurden, was wir alles noch tun sollten, zusammenrechnen würde und wir uns alle ehrlich machen würden und feststellen müssten, ist das in der Großen Koalition zu erreichen, müssten wir alle sagen, nein, nein, das wird nicht funktionieren. Die Schwarzen werden da nicht mitmachen. Also frage ich euch, warum sollten wir einen schleichenden Tod hinnehmen und wir werden nicht stärker werden bei der nächsten Wahl? Und wenn wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, Leute, wir haben die Bilanz gemacht und wir stellen fest, dass wir nicht wahrgenommen werden als die Partei für soziale Gerechtigkeit, dass unsere Glaubwürdigkeit noch weiter abgeschliffen wird, dann lasst uns in den Erneuerungsprozess gehen. Und lasst ihn uns ernst nehmen. Unsere Inhalte, die wir heute genannt haben, sind richtige Inhalte. Und wir müssen den Mut auf diese Inhalte auch transportieren, indem wir sagen, hallo, kein schleichender Tod, sondern eine klare Kante und zu sagen, diese SPD will wieder stark werden für andere Bündnisse. Und wir haben festgestellt, dass wir in der Großen Koalition die Positionen so verwischt haben, dass die politischen Lager nicht mehr erkennbar waren. Die Rechten werden stärker. Wir kriegen es nicht hin, dass diese Gesellschaft uns als Alternative erkennt. Und wenn wir jetzt den Strich machen, dann bleibt nur eins, Leute. Guckt euch den INI-Antrag 7 an und stellt bitte fest, wenn diese SPD wieder stark werden soll, und das wollen wir doch zusammen, dann brauchen wir eine andere Konsequenz. Und ich meine, mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin. Danke. Hilde Matthaes, die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21.